Viele Grüße aus dem Urlaub. Heute zeige ich euch einen Privatpool für den Strand. Also was richtig Geniales. Die Winzigkeit hat tierischsten Spaß dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Bist du neu auf meinem Kanal, dann kannst du ihn direkt hier unter dem Video abonnieren. Und heute zeige ich euch die Pooldecke von Ever Earth, die ist wirklich richtig genial. Wir haben uns jetzt hier erstmal so ein bisschen, ja, so eine Art Kreis vorgezeichnet, einfach damit wir wissen, wo wir uns ein Loch im Sand graben, damit das Ganze auch wenigstens halbwegs rund wird und nicht total die Eierform ist. Ja, und natürlich dann auch zur Größe der Pooldecke passt. Habt ihr das Loch dann endlich fertig, dann legt ihr da einfach eben die Pooldecke drauf. So, und dann schicken wir den Papa erstmal zum Wasser holen und die Kamerafrau tut so, als wäre sie scheißwichtig beschäftigt. Also zum Wasser holen, da habt ihr eben hier diesen Sack mit dabei. Das ist auch gleichzeitig die Verpackung von der Pooldecke, dass sie einfach zusammengerollt bleibt. Also doppelten Nutzen habt ihr von dem Teil. Also wie ihr seht, das Ding ist richtig gut durchdacht. Wir haben jetzt noch einen Eimer zusätzlich mit dabei, einfach, ja, am Strand ist der Weg manchmal doch ein bisschen weit und so kann man sich ein paar Gänge sparen. Je tiefer natürlich das Loch ist, desto öfter müsst ihr auch gehen. Also was ich bei der Pooldecke hier wirklich genial finde, hier gibt es keine Form, an die ihr euch zwingend halten müsst. Also ihr könnt es wirklich ziemlich frei wählen, ob ihr in der Mitte wirklich eine Kuhle drin haben wollt, ob ihr es ganz flach haben wollt. Das könnt ihr so machen, wie ihr das braucht und wie ihr das halt einfach gern habt und müsst jetzt nicht einen bestimmten Durchmesser irgendwie ausgraben, weil die Decke passt sich wirklich super der Form an. Also echt genial. Wenn ihr sie umgedreht verwendet, dann ist es einfach nur eine ganz normale Picknickdecke. Also könnt ihr halt auch wirklich vielseitig verwenden. Das ist auch so ein Punkt, warum ich die richtig cool finde und deswegen gekauft habe. Ich finde auch das Design total süß. Also da gibt es auch für die Kleinen sofort einiges zum Entdecken. Da braucht es jetzt gar nicht noch einen riesen Koffer Spielzeug mit dazu oder so. Also das reicht schon fast, weil bunte Fische gehen immer. Und von der Pooldecke, glaube ich, haben wir noch ganz, ganz viel, denn wir sind ja am Wochenende meistens am Campingplatz draußen. Also wir sind ja nicht immer im Urlaub. Und da haben wir jetzt keinen Strand. Also können wir dann ziemlich schlecht ein Loch graben. Ich kann ja nicht bei uns in der Wiese jetzt erstmal ein Loch graben, um die Pooldecke da reinzulegen. Ich glaube, da bringt mich mein Mann um. Und da habe ich aber schon was anderes ausprobiert, indem ich einfach zwei Poolnudeln genommen habe. Und da gibt es ja auch so Verbindungsstücke dazu für die Poolnudeln. Und dann habe ich die zum Kreis geformt und eben da einfach dann die Decke drüber gelegt. Und so habt ihr auch einen kleinen flachen Pool. Ja, geht super. So für zwischendurch. Perfekt. Leider habe ich da vergessen, ein Bild zu machen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Schaut doch da mal auf Instagram vorbei. Da poste ich dann demnächst einfach mal nochmal ein Bild. Also die Winzigkeit hat richtig viel Spaß darin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch meinen Kanal und schaut auch mal auf Instagram vorbei. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure LKS.